Herr Schmidt. Die Intensivbettenbelegung ist ja immer brisanter, also immer weniger Betten sind da frei. Was ist da, also wie sehen Sie das? Kann man da gar nichts tun, weil Sie sagen auch, Lockdown bringt ja alles gar nichts. Also müssen wir das jetzt einfach so hinnehmen, weil das Virus halt so ist, oder stimmt das ohnehin alles nicht so richtig? Also die Lage der Intensivbetten ist natürlich besorgniserregend, völlig klar. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die Zahlen so nach oben geschossen wären. Wenn Sie sich das DIFI-Register anschauen, seit Einführung, pendelt die Lage der oder die Zahl der belegten Intensivbetten immer so um die 20.000. Mal 1, 2.000 drüber, mal 1, 2.000 drunter. Schauen Sie sich an, das ist also im Wesentlichen konstant jetzt seit Einführung dieses Registers. Was abgenommen hat, sind die Zahlen der zur Verfügung stehenden Betten, weil man irgendwann die Zahl der Mitarbeiter, der Pflegekräfte pro Intensivbett hat man ursprünglich hat man das im letzten Jahr hatte man das reduziert von 3,5 auf 2,5 und dann hat man das korrigiert jetzt im Herbst. Also es ist eine rein rechnerische Sache und deswegen es geht ja nicht um die Betten. Leeres Bett hilft keinem was. Man braucht natürlich auch die Räumlichkeiten. Aber wenn Sie das schon ansprechen, wie kann es sein, dass im letzten Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie Corona, 22 Kliniken in diesem unserem Lande geschlossen wurden, nebst vorhandenen Intensivbetten? Wie kann das sein? Warum ist da der Staat nicht eingeschritten, wenn man schon weiß, es könnte knapp werden, wenn es mal richtig losgeht, kann es sehr schnell knapp werden. Wie kann ich denn dann solche Kapazitäten aufgeben? Dann muss der Staat einschreiten und zum Beispiel unter Drohung der Kosten natürlich den Weiterbetrieb veranlassen. Wie kann es sein, das ist ja überhaupt nichts Neues. Niemand kümmert sich um Pflegekräfte, die werden beschissen bezahlt, das sind viel zu wenige. Wir dulden sehenden Auges, dass Leute, die auf deutschen Steuergeldern an Unis und auf Pflegeeinrichtungen ausgebildet wurden, dass die nach Skandinavien in die Schweiz abwandern. Das ist ja nichts Neues. So, und dann kommen und sagen, also da müssen wir jetzt aber die Leute alle einsperren, denn wir haben ja zu wenig Intensivbettenkapital. Also da hat letztens der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio Deutliches dazu gesagt. Er sagt, das ist verfassungswidrig. Der Staat hat die Pflicht, die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen und nicht zuzusehen, wie die abgebaut werden. Gut, weitere Fragen? Herr Schmidt. Ja, noch einmal ganz kurz. Also, das habe ich verstanden. Klar, über den Abbau kann man diskutieren. Und trotzdem, wenn jetzt die Betten immer mehr belegt werden, was machen wir jetzt da, wenn Lockdown nicht geht, Ihrer Meinung nach? Also. Wir haben eine ganz geringe Covid-Quote von den Betten, 20%. Es sterben auch heute immer noch die meisten Leute an Herzklabaster und an Krebs. Es gibt auch noch anderes als Corona. Nur dass jetzt politisch befohlen wird, es darf keiner mehr an Corona sterben, an anderem dafür umso mehr. Krankenhaushygiene interessiert niemanden. Wir wissen, dass jährlich etwa so geschätzt zwischen 10.000 und 20.000 Menschen durch Krankenhauskeime umkommen. Wir wissen, dass es Länder gibt, die Niederlande zum Beispiel, die das deutlich besser im Griff haben. Bei der letzten großen Grippeepidemie 2017, 2018 in der Saison, da sind ungefähr 25.000 Leute nur in dieser Saison gestorben. Da gab es diese ganzen Hygienemaßnahmen nicht. Mir hat ein leitender Krankenhausarzt gesagt, naja, wenn wir das damals schon so gemacht hätten, wie jetzt mit Corona, wir hätten tausende Leute retten können. Okay.